Einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen wünsche ich euch zu der vierten und wahrscheinlich auch letzten Folge von diesem Let's Build, zumindest was das Generelle betrifft. Vielleicht gibt es noch ein Inneneinrichtungstutorial. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe hier übrigens auch mal die Erde so ein bisschen angehoben. Fragt nicht, wie lange es gedauert hat, es hat Jahre gedauert. Aber wir werden es wahrscheinlich in diesem Tutorial brauchen oder ich mache es in der Inneneinrichtung. Schauen wir mal. Schauen wir alles mal. Als erstes kommt hier die Wand hin. Hier hätte ich gerne vielleicht so... Moment, wir machen das einfach mal. Packen das mal hier so hin, wenn da das Ding ist, dann muss da auch noch so eins sein. Und dann könnten wir hier vielleicht so ein Zweierfenster hinkriegen. Oder was haltet ihr davon? Machen wir mal so. So. Ist ein bisschen zu wenig, oder? Ja. Ist zu wenig. Wenn wir das so machen würden... Das würde eigentlich ganz gut in uns in den Kram passen, glaube ich. Also von daher machen wir das einfach mal so. Weiße Linie hatten wir. Gut. Ach, wir sind so brave Kerlchen. Ich sag's euch. Als nächstes packen wir das dahin. Das wäre ja dann dieser Teil. Bla bla bla. Mhm. Oh Moment, das ist irgendwie falsch, oder? Ja, das ist falsch. Das ist falsch, wir können das hier kurz nochmal abreißen. Tut mir leid, aber hier ist es richtig, also keine Angst. Wir müssen die Treppen hier hin platzieren, so an die Außenseite, sonst sieht das irgendwann komisch aus. Ihr werdet dann schon feststellen, warum. Vielleicht erwähne ich es nochmal extra, wenn nicht, ist das was für die schlauen Leute, damit sie es rausfinden können und es mir fleißig in die Kommentare schreiben können. Yay! Okay, aber kümmern wir uns mal hier drum. Hier, das kommt natürlich wieder weg. Tut mir leid, das habe ich irgendwie falsch gebaut. Und hier diese Geschichte hin, das kann dann auch wieder weg. Dann kommt hier... diese Geschichte, was ist das eigentlich? Grauer Clay, aha. Ich glaube, ich habe immer gesagt Wolle, aber naja, tut mir leid. Kann mal vorkommen. Ist halt ich, ne? So, aber dann kommt hier die Stair hin, dann kommen... Fenster habe ich gar nicht mehr. Richtig, die hatte ich ausgetauscht. Fenster, dankeschön. Perfekt. So, Fenster hier hin, Fenster dahin. Stufe hier hin, Stufe dahin. Und dann kann der Rest eigentlich aufgefüllt werden, perfekt. So. Da fehlt was. Fällt dann meistens erst so im Nachhinein auf. Hier fehlt immer noch was. Nicht das Zeug. Play? Ja, doch. Passt. Sieht jetzt nicht super pretty aus, aber es ist in Ordnung. Ist halt nicht auf der Linie mit denen da unten. Ihr. Nimm. Wir können das natürlich ändern, indem wir das Ding hier wegreißen. Ja, ich glaube, das werden wir auch machen. Tut mir leid, die Folge wird wieder ein bisschen länger, aber es ist halt die letzte Folge und da kann das schon mal vorkommen. Ich räume das hier mal kurz aus. So, dann kommt die Geschichte dahin, die dahin. Hier, das kann dann auch wieder aufgefüllt werden. Bam, 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 bam. So, das kann dann hier auch aufgefüllt werden und dann kann hier Glas rein, richtig? Ich glaube, das ist richtig. Oh! Okay, und dann sieht das schon... von Weitem bedeutend besser aus. Und es fängt schon wieder an zu tretschen. Geil. Nein, nicht Timeset 7000. Timeset Toggle Downfall. Richtig, das wollte ich sagen. So. Jetzt kann man hier weitermachen. Das so. Ach nee, richtig. Das war ja dann hier schon so. Und das dann so. Und das dann so. Und das dann so. Yep. So passt das. So sollte es zumindest passen. Dann wisst ihr was, hier kann man das eigentlich sogar wegmachen. Das brauchen wir hier gar nicht. Hä? Was habe ich denn hier für eine Scheiße? So, und jetzt können wir hier das Dach eigentlich schon mal andeuten, wie wir es dann gerne haben möchten. Und das wäre dann in etwa so, richtig. Ja. Sieht gut aus soweit. Und jetzt kommt diese Geschichte hier so hin. Jawohl. Und das kommt dann so hin und das kommt dann so hin. Richtig. Und das sollte dann mit dem da drüben übereinstimmen. Halleluja. Als nächstes ziehen wir uns am besten das Ding mal. Ach Mist. Ziehen wir uns das einfach mal durch, damit ich weiß, auf welcher Höhe wir hier dann damit rechnen müssen. Hier ist das. Dann kommt das so hin und dann kommt das hier so hin. Ja, so in etwa.
Und das wäre dann hier die Ausgangshöhe. Bedeutet, das kommt dann hier runter und muss dann da drauf treffen und dann wird das... Uff, du Schande. Leute, wir haben dann hier so eine Extrawand und hier fängt dann das an. Puh, Halleluja. ich kann euch nur sagen, ich glaube, das sollte es hier oben so ziemlich sein. Bedeutet, wir machen mal hier so ein Testdings dran und schauen mal, wie das dann aussieht. Bauen in Minecraft, ne? Treppenstufen. So was Grausames. Ich hoffe, das kommt dann ungefähr da drauf hinunter. Das sieht ein bisschen zu hoch aus. Ja. Könnte aber hinhauen. Könnte hinhauen. Das dann da so anfängt. Das läuft ja dann hier so lang, ne? Und etwa 1, 2. 1, 2. Weit haben wir das da drüben gemacht. Moment, lasst mich mal kurz gucken. Insgesamt 4 Blöcke mit überstehen. Okay, bedeutet hier noch einer und hier noch einer. Los. Hier so. Hier so. Nee. Quatsch, so. Und so. Und dann wäre das da, das... Ja. Ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber sie funktioniert, würde ich behaupten. Ja, ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden damit, aber es sollte auf jeden Fall seinen Job tun. Ja, von der Seite sieht es ja ganz cool aus. Bedeutet, wenn wir das da so hochziehen und das da so hochziehen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Moment, ich will das ja dann... Also ja dann Bedeutet, das wäre ja dann... Hier, richtig. So in etwa, ne? Momentchen mal, lasst mich das mal kurz ausprobieren. Moment, wir packen das hier hin. Einfach nur zum Testen, so. Bla, 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 bla. Jetzt können wir hier die Scheiße auch wieder wegreißen. Euch wegreißen, dankeschön. Moment, wir müssen mal gucken, wie das dann hier rauskommt. Das ist echt schwierig, diesen Übergang hinzubekommen. Bedeutet, das würde dann hier so rauskommen und das würde dann da so rumlaufen. Bedeutet, das würde da aufhören. Bedeutet, das würde dann hier so 4 Blöcke reinlaufen. Das würde da auf der anderen Seite auch 4 Blöcke reinlaufen. Halleluja! 1, 2, 3, 4. Bedeutet, das trifft sich fast in der Mitte. Wir machen das eins kürzer. Und dann soll es aufgehen. Meine Güte. Möge es dann einfach aufgehen. So, wenn das das ist. Wo fängt man denn da an? Moment, ich mach mir das mal kurz hier drüben angucken. Ach, scheiße. Dann fängt man da auf dem Außenblock an. Egal. Wir machen das so. Oh Gott. Hier können wir aber auf dem Außenblock anfangen und das dann so durchziehen. Ey, ich glaube, wir haben das mit dem Dach hinbekommen. Heilige Scheiße, ich hoffe, ich kann da irgendwas offscreen machen. Wir gönnen uns erstmal hier die Wand. Das ist eine Sache, die können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ich glaube, das wird wieder so eine typische 30-Minuten-Folge. Das kam ja bei dem Projekt ziemlich häufig vor. Die meisten waren so 30 Minuten. Gut, die letzte war ein bisschen kürzer, aber die hier wird auch wieder volle 30 Minuten lang. Hilfe! Ich will nicht so lange folgen. Ja, was willst du machen? So, hier könnten wir uns dann überlegen, ob wir uns noch was reinzaubern. Muss ich dann mal schauen. Ach du Schande, ist das ein Riesenhaus. Heilige Makrele. Als nächstes kommt das hier so hin. Richtig. Bedeutet, wir könnten hier und den hin platzieren. Oder, ja doch. Wir können das hier generell mal wegreißen. Das sieht nämlich extrem scheiße aus. Ja auch. Wieso habe ich sowas hier drinne? Wer will denn sowas sehen? Das sieht nicht richtig aus. Sonst noch irgendwo... Aha, meine Freunde.
Was habe ich denn hier gefunden? Oh, was habe ich hier kaputt gemacht? Ich hoffe, was war nur so ein Ding. Ich glaube schon. Kein Sand. Hallo? Quarz, bitteschön. Dankeschön. Hier die Geschichte kann auch wieder weg. Ja, und von drinnen müssen wir einiges an Deckenarbeit machen, aber es sollte funktionieren. Als nächstes kommt hier eine ganz normale Säule hin. Nicht aus Sand! Warum habe ich immer Sand in der Hand? Ist ja schlimm. So, das hier kann eigentlich auch weg. Ist sonst noch irgendwo so eine blöde Ecke? Nee, ich glaube nicht. Die habe ich mittlerweile alle gefixt. Junge, 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 Johannes Lämmer sprechen. Du willst Let's Player sein? Na, herzlichen Glückwunsch. So, bam, 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 bam. Ja, funktioniert. Schön. Hier oben kommen jetzt einfach so richtig die fetten Fenster rein, die richtig dicken Dinger. Wir haben hier übrigens einiges zu tun. Ich glaube, der Garten kommt dann bei der inneren Richtung dabei. Werden wahrscheinlich auch wieder 3-4 Folgen werden. Ganz echt wahrscheinlich. Hilfe, ich krieg Angst. Okay. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und badadam. So, großes Fenster. Scheiße, hier fehlt was. Habe ich nicht dran gedacht. Richtig, Fensterlehnen, Johannes. Gut aufgepasst. Bedeutet, wir können das wieder wegreißen und kriegen hier eh nur ein 1er-Fenster rein. Super. So in etwa würde das dann aussehen. Dann würde das dahin kommen, das dahin kommen, das dahin kommen und das dahin kommen. Toll. Als nächstes würde hier drüber dann noch so ein weißer Balken kommen, würde ich sagen. Oder ja, weißer Balken ist immer gut. Bedeutet, wir ziehen den einfach mal rum, damit wir wissen, hier kommt dann so ein weißer Balken rein. Einfach, damit wir so eine klare Abtrennung haben. Klare Abtrennungen sind immer gut. Beziehungen in Minecraft, eigentlich überall. Klare Abtrennungen sind gut. Wer will denn da so ein Gefuddelmuddel haben, ne? Das ist ja gar nicht gut. So und so und so. So, und mein Rechner fängt gerade an zu lenken. Ist meine Festplatte voll? Ich hoffe einfach mal nicht. So, jetzt hätten wir da noch so einen Balken drin. Jetzt, meine Freunde, jetzt. Wie machen wir das hier oben? Hier muss erstmal so eine Geschichte hin. So eine Geschichte. Hätte ich dann hier auch ganz gerne. Wisst ihr, was in Minecraft fehlt? Man müsste tapezieren können. Tapezieren wäre so cool in Minecraft. Man könnte einfach Wände anders streichen. Das wäre so toll. Es ist von der einen Seite so und von der anderen Seite so. Bei Räumen oder bei Innendings wäre das so genial. Klasse. Minecraft, macht das mal bitte. Das wäre, ich wäre so happy darüber. Moment, wenn wir jetzt hier das da hätten, dann 2 Blöcke frei, dann hätten wir hier, das klappt nicht, oder? Können wir das durchgehen lassen? Wir lassen es einfach mal durchgehen. Wir lassen das einfach mal durchgehen. Wir können uns gar nichts. So, 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 und dann kommt das dahin, kommt das dahin, dann können hier die Fenster rein, yay, happy. Oder ich mach's wieder drüben, ich glaube, ich mach's wieder drüben. Scheiße, das geht nicht. Spiel, ich hasse dich. Okay, ich hab's ja selber verbockt, aber wir machen das so. Gut, schlage einfach die falsche Scheibe kaputt. Ja, das wird's tun. Das ist voll in Ordnung soweit. Als nächstes kommt das Dach. So, Freunde. Tag der Wahrheit. Tag der Wahrheit. Wird das alles zusammenpassen? Wie wird es funktionieren? Bedeutet, wir platzieren die Dinger hier. Leg nur überall schon mal den Anfang. So, das ist gelegt, das ist gelegt. Gut. Das würde dann alles so hier hochlaufen. Alles kein Problem, denke ich. Oh, miese Brise. Ich glaube, ich muss das fast alles in der Aufnahme machen. Wird die Aufnahme lang. Ich fürchte mich jetzt schon davor, weil wir müssen das ja so hochbauen. Ach du Schande. Puh. Bedeutet, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das dann funktionieren soll und dann baue ich den Rest auf Kamera und zeige euch dann, wie es am Ende aussehen soll. Ich glaube, anders geht es gar nicht, weil ansonsten sitzen wir hier 2 Stunden. Und bauen Treppen hin. Ja, und zwar machen wir das wirklich.
machen, der war falsch. Das Dach wird ekelhaft hoch. Also ohne Mist jetzt. Ne, guck mal, wenn man sich hier bestimmt geschickt hinstellt, sieht das so aus, als ob die sich schon verbinden. Ja, doch, sie kommen sich näher. Ja, es sieht fast so aus. Jetzt kann es stimmen. Guck mal, wir haben das Dach vollendet. Yay. Optische Täuschung und so. Oh nein, da ist ja eine riesen Lücke dazwischen. Oh, wer hätte das gedacht? Oh Gott, ist das schlecht. So. Na. Wieso habe ich eine Slap in der Hand? Gefällt mir gar nicht. Ich will niemanden slappen. So. Was ist denn hier jetzt die Mitte? Sind die schon aufeinander? Ich glaube, jetzt sollten sie aufeinander sein, oder? Nicht hier so dran vorbeifliegen. Natürlich kann ich das. Bedeutet. Müsste das denn so ziehen? Ich baue einfach mal kurz die Umrisse hin und dann könnt ihr das Ganze mit den Bricks ausfüllen, weil das werde ich auf Kamera machen. Das dauert mir jetzt zu lange, weil ich hier eh schon überlegen muss. Baut einfach genauso mit wie ich. Ich erkläre jetzt nicht viel, das tut mir auch schrecklich leid. Das hier kann im Prinzip wieder weg. Im Prinzip funktioniert das dann so, dass ab hier das Ganze... Ach, ich hätte mir merken müssen, wie hoch das muss! Okay, ganz ruhig, Janis. Das ist auf dieser Höhe, richtig? Jawohl. Leute, das kommt dann hier hin. Was, ich platziere mir mal kurz hier die Dinger. Oh, bam. Das war eins too much. Doch, der kommt dahin tatsächlich. Und dann kommt das dahin, das kann weg und das kommt dahin, richtig? Funktioniert. Wie habe ich das denn da unten gemacht? Habe ich das dann einfach aufhören lassen? Ich glaube, so werde ich das dann hier auch machen. Sobald das auf dieser Höhe ist, was dann in etwa hier wäre. Und da unten Cobblestone hin. Und es regnet schon wieder. Geil, Spiel, Dankeschön. So, und jetzt würde ich hier, also kein Cobblestone Bricks würden da hinkommen. Ja. Ja, doch, und jetzt sollte man in der Lage sein, das Ganze hier durchzuziehen bis an die Kante und dann könnte man das hier durchziehen. Hier auf der anderen Seite funktioniert das genauso wie da oben. Das geht da über. Und ich bin kurz weg, bauen für ungefähr 2 Stunden und dann zeige ich euch, wie es am Ende aussehen muss. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Okay, mir ist leider eben OBS abgestürzt, deswegen sind mir Teile meiner Aufnahme verloren gegangen. Das tut mir schrecklich leid. Aber es ist halb so tragisch. Nämlich habe ich hier einfach die Dächer fertig gebaut. Hier zum Beispiel die ganzen Giebel und so sind einfach nur mit diesem quergelegten Marmor-Dings gemacht, damit es aussieht wie Holz. Nirgendwo was Besonderes, außer hier so ein kleines Kuckucksloch reingebaut. Einfach mit Treppen und dahinter einfach dunkel gebaut. Eigentlich nichts Besonderes. Eine tricky Stelle gibt es beim Dach, wenn die aufeinandertreffen. Nämlich hier diese Ecke, da kommt ein ganzer Block rein, weil ansonsten sieht das irgendwie crappy aus, so wie ich das vorgebaut habe. Und was mir gerade auffällt, wie lange ist denn das hier? Das sind 2,5 Blöcke und das hier sind 3,5 Blöcke. Jetzt stimmt. Ja, jetzt stimmt das. Okay, auf jeden Fall, das war's von dieser Folge. Jetzt stellt euch mal das Haus vor. Ich fliege hier nochmal kurz drum. Bla, bla, bla. Stellt euch das mal mit Garten und drumheran vor. Drum und dran vor und bla und pipapo. Das ist auf jeden Fall ein cooles Häuschen. Also ich würde meins verkaufen und das hier nehmen. Wirklich auf jeden Fall, vor allen Dingen so schön. Michigan oder vielleicht auch West Coast. Wäre auch nicht schlecht. Würde ich machen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das ist auch schon ein richtig dickes Haus. Naja, das war's auf jeden Fall von diesem Tutorial. Wenn ich euch helfen konnte, wenn ich euch inspirieren konnte, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich habe gerade meine Daumen nach oben gehalten. Yay! Schaut auf meinem Kanal vorbei, schaut in die Playlist rein, was ihr sonst noch so machen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Fragen habt, hey Johannes, wie geht denn das? Schreibt einfach unten in die Kommentare. Da antworte ich immer gerne drauf. Und dann würde ich sagen, war's das von dieser Reihe. 4 Folgen, ganz schnuggeliges Haus. Und dann gibt es vielleicht noch ein Einrichtungsvideo oder so. Mal gucken, ob ich das showcase. Schauen wir mal. Würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.